Heute mal ein Video über Hardcase. Doch bevor das Video anfängt, wollte ich mich nochmal an alle aus dem Stream gestern bedanken, die so fleißig Fragen gestellt haben. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass man jemanden 2 Stunden zuguckt, der eine Streamqualität von minus 100 hat und alle 5 Sekunden Standbilder hat. Der nächste Stream wird wahrscheinlich wieder am Donnerstag um 20 Uhr sein. Dann hätte ich noch eine Sache, und zwar welches Intro fandet ihr besser, das jetzige oder das andere? Gerne oben abstimmen. Bevor jetzt wieder 100 Leute kommentieren, dass das Intro von Star Wars Junkie geklaut ist, nein, das ist es nicht, das war ein Template. Hardcase war der Spitzname eines Klonkriegers, der in der 501. Legion kämpfte und dort Captain Rex unterstellt war. Er war in den Klonkriegen im Einsatz und war oft mit Kix und Jesse in einem Team, die zusammen wie eine eigene Einheit agierten. Er starb bei der Schlacht von Umbara, als er seinen Kameraden durch seine Opferung die Flucht ermöglichte. Wie alle Klone wurde auch Hardcase auf dem Wasserplaneten Kamino geboren, wo er eine Ausbildung zu einem effektiven Soldaten durchlief. Da sein Klontank jedoch einen Defekt hatte, war er hyperaktiv und daher bereitwillig, bei halsbrecherischen Missionen sofort zur Stelle zu sein. Jedoch war er dennoch sehr loyal und fähig, weshalb er auch in die 501. aufgenommen wurde. Hardcase kämpfte unter anderem in der ersten Schlacht von Zalukemai, als wir mit seinem Kompanen auf Barkspeedern den Druiden General Grievous verfolgten, und in der Schlacht von Umbara. Hardcase war wie die anderen Klone ein voll ausgewachsener Mann. Um seine Individualität auszudrücken, trug er ein Tattoo in der Form eines Blitzes, das sich über den gesamten Schädelzug und unter dem Auge endete. Nun mal wieder ein paar biografische Daten. Er war ein Mensch mit keinen Haaren und schwarzen Augen. Er war 1,83 Meter groß und hatte ein Tattoo am Kopf und Kinn. Als Bewaffnung hatte er einen Z6 Rotationsblaster. So, das war's auch erstmal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und möge die Macht mit euch sein. I'm sorry, sir. It's time for you to leave. And so it is. Get up! Get up!